Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, wartet mal ganz kurz. Ja, es leuchtet tatsächlich. Bei mir hat sich ein bisschen etwas am Bild verändert. Und ja, zum einen habe ich zurzeit so als Kuschelunterlage hier, entschuldigt für den kurzen, eine Jacke, die ist total flauschig und die bin ich, liebe ich gerade total, ziehe sie zu jeder Gelegenheit an. Und ja. Und deswegen liegt die da jetzt immer so als kleiner Hintergrund, weil ja, so kann man sie ein bisschen schnell packen. So, die zweite Sache, die sich verändert hat, ist, es könnte jetzt sein, dass das Video entweder lauter oder leiser ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt seit neuestem mit meinem Handy die Videos aufnehme. Und ja, das heißt, jetzt ist die Kamera etwas weiter weg von mir, aber dafür habe ich jetzt ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und ja. Ich habe schon so die ersten Versuche gemacht mit dem Isa-Video, das am Freitag kam und die haben gut funktioniert, aber da habe ich den Ton rausgenommen und Musik stattdessen rein und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die Tonqualität so im Allgemeinen ist. Ja, und was gibt es noch so? Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gerade total froh, dass es funktioniert überhaupt mit dem, dass da was gedreht wird und ja. Gut, also, nachdem ich jetzt die letzte Woche einfach sprachlos war, möchte ich euch diese Woche ein bisschen was erzählen und so ein bisschen was, ja, ich habe mal wieder ein Thema auf der hohen Kante und das möchte ich jetzt einfach verarbeiten, weil das habe ich schon letzte Woche überlegt und ich habe echt gehofft, dass ich am Freitag wieder reden kann, aber das hat dann nicht so funktioniert und ja. Ich wollte am Freitag das schon mit euch besprechen, aber ich denke, das jetzt auch noch gut. Mein Thema ist Nein sagen. Ich habe, wie ich schon erwähnt habe, die letzte Zeit einfach viel zu selten Nein gesagt, habe viel zu viel gemacht und habe mich selbst überfordert. Und ja, dann ist mir wieder aufgefallen, wie oft muss man eigentlich Nein sagen? Auf welche Art muss man Nein sagen, bevor es der andere versteht? Und ja, das möchte ich jetzt mit euch bereden. Und es tut mir leid übrigens auch, dass letzte Woche kein Querdenker-Quiz gekommen ist, kommt diese Woche wieder. Gut. Also oft ist mir aufgefallen, ich versuche zu sagen Nein. Ich sage dann auch Nein und ist natürlich die Videokamera, die stockt hier und da und benimmt sich irgendwie anders als gewohnt. Und ja. Ich habe oft auf jeden Fall versucht, die letzte Zeit Nein zu sagen, habe auch auf viele Arten Nein gesagt. Ich habe gesagt Nein oder nee, das möchte ich lieber nicht oder es ist jetzt nicht wirklich das, was bei mir wirklich, was ich kann oder was ich möchte. Und ja, mir sind auch gerade zur Zeit ein paar Verantwortungen übertragen worden in gewisser Form, die nicht bei mir hätten sein sollen oder die zu mir gehört hätten, sondern die jemand anders gehört haben und dieser jemand konnte sich da nicht entscheiden und hat mich immer wieder gefragt und ich habe dann gesagt, dass ich da nicht viel dazu sagen kann und ja, hat aber nicht viel gebracht, weil die Person mir nicht zugehört hat, wirklich. Und ja, es ist mir auch so aufgefallen, früher, als ich klein war, egal wann man sagt Nein, viele Leute verstehen dein Nein gar nicht. Die verstehen dein Nein nicht, weil sie es, selbst wenn du sagst Nein, wirklich, das ist ja der Witz, du sagst Nein, wortwörtlich das Wort Nein und sie verstehen es trotzdem nicht. Weil ich manchmal so das Gefühl habe, ein Nein ist heutzutage gar nicht mehr so bedeutend, wie es mal war. Früher hieß Nein, Nein. Heutzutage habe ich oft so das Gefühl, dass manche denken, Nein heißt ja, vielleicht, vielleicht auch ein anderes, ja, das, der wird sich das schon überlegen oder ja, also, der hat jetzt Nein gesagt, aber der sagt wahrscheinlich, der meint jetzt wahrscheinlich ja. Und ja, es gibt natürlich Leute, die sagen ja oder nein und meinen eigentlich gerade genau das Gegenteil. Aber wenn du nicht hier so bist und wenn du einfach jemand bist, der sagt nein, dann finde ich es irgendwie immer komisch. Also meine Mom zum Beispiel ist jemand, die tut sich sehr schwer damit, Nein zu sagen, weil sie sehr hilfsbereit ist und auch über ihre Grenzen hinaus helfen möchte und auch manchmal hilft. Und ja, ich bin dahingegen sehr einfach. Ich sage sehr schnell Nein. Ich sag tendenziell immer erstmal Nein, bevor ich Ja sage.
Und manchmal sage ich dann auch ja, meine aber eigentlich nein und sage dann wieder, Mama, könntest du es für mich endlich richten? Und ich bin ja so stolz auf mich, weil ich es wirklich vor ein paar Wochen geschafft habe, das erste Mal selbstständig zu sagen nein und auch wirklich vehement bei diesem Nein geblieben bin und ich auch wirklich in dem Moment gemerkt habe, dass es beim anderen dann auch angekommen ist. Weil oft ist das Problem, wenn man Nein sagt, dass man selbst nicht so richtig 100 pro sagen kann, ja, dieses Nein ist mein Ernst. Und ja, wenn der andere dann nochmal bittet oder anders formuliert oder hier ein bisschen was macht oder da ein bisschen, dass dann dieses Nein dann auch bestimmt nicht wirklich Nein heißt. Und dann sage ich vielleicht doch ja, weil ich möchte mir doch helfen und bla bla. Und in Wirklichkeit ist es dann so, dass du dein eigenes Nein, das du gerade mit viel Mühe sagst, ja, torpedierst. Du nimmst deinem Nein die Macht weg. Und das ist das Problem auch mitunter unter vielen. Viele Leute haben das Problem, dass ihre Neins nicht wirklich mit voller Kraft dahinter stehen, sondern dass sie selbst noch wanken im Nein. Das ist so eine Beobachtung von mir. Also ich habe diese Situation sehr selten, weil ich sehr tendenziell sehr schnell sage Nein und ja. Und dann eben viele und oft auch einfach dann nicht nochmal fragen. Weil ich will sie wissen, bei mir hat sie da eh keine Chance. Aber ich habe auch so Zeiten, wo ich erschöpft bin, wo ich müde bin, wo ich wirklich groggy bin. Und wenn mich dann einer was fragt, dann kann es mir schon auch passieren, dass ich mal sage, ja. Und dann im Nachhinein denke, oh Mist. Es ist ein Ja, hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil eigentlich will ich das doch gar nicht. Es ist diese Sache. Weil man sagt ja immer, du kannst deinen Unwillen mit einem Nein ausdrücken. Aber ich habe oft so diesen Eindruck für mich persönlich, diese Beobachtung, dass dieser Satz in Wirklichkeit heißen sollte, du kannst dein Unwohl oder dein Nichtwollen ausdrücken mit einem Nein. Aber wundere dich nicht, wenn der andere dann trotzdem das macht oder trotzdem da weitermacht, was auch immer. Weil, hey, ihn muss ja dein Nein nicht tangieren oder interessieren oder überhaupt. Er muss ja nicht darauf achten, dass du jetzt Nein gesagt hast. Ist ja dein Ding. Und das finde ich eben dieses, ja, ich kann es nicht anders sagen, aber das ist perverse. Man wächst auf mit der Illusion, dass Nein Nein heißt. Und dann geht man raus in die Welt und man kriegt so oft dieses, mein Nein heißt nicht mehr Nein. Oder mein Nein wird sowieso ignoriert. Und dann irgendwann verliert man selbst auch diesen Mut zu sagen Nein. Weil wozu soll ich noch Nein sagen, wenn es doch eh keiner beachtet? Und je öfters das passiert, je weniger hat man dann den Mut dazu. Und dann sagt man halt noch so dieses Alibi-mäßige Nein. Also eigentlich will ich jetzt heute nicht rausgehen. Ich will jetzt eigentlich nicht gerade zu einer Feier gehen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gerade einen Spaziergang machen. Und dann sagt der andere, ja, aber es wäre schon schön oder lass uns doch trotzdem oder heute ist doch so gutes Wetter oder es passt doch alles gerade so schön. Und dann kommt meist, in vielen Fällen habe ich beobachtet dann plötzlich doch so, ja, gut, also du hast schon recht, lass uns gehen. Aber dieses ursprüngliche Nein, das verschwimmt dann einfach. Und in dem Moment, wo du das Nein da verschwimmen lässt, ist es dann ja so, dass es bei wichtigen Sachen, nämlich wie zum Beispiel, wenn ich zu meiner Mutter sage, nein, ich kann dir jetzt gerade nicht meinen USB-Stick leihen, weil ich den einfach nicht verleihen möchte. Weil wenn ich den verleihe, in dem Moment ist er ja dann aus meinen Händen und ich habe nicht mehr die Kontrolle darüber, dass er nicht kaputt geht. Und in dem Moment, wo du einfach dein Nein dann nicht mehr diese WM, also was weißt du, dann nicht mehr dieses Nein hast, sondern dieses, naja, vielleicht, wenn ich noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal frage, dann gibt der andere bestimmt nach. Dann nimmst du deinem Nein die Macht, für sich zu stehen. Und dann kann dein Nein nicht mehr dastehen und sagen, ich bin ein Nein, sondern dann ist es im Prinzip immer nur noch ein Vielleicht. Und das ist das Problem. Viele Neins sind heutzutage eigentlich mehr ein Vielleicht. Weil viele Leute nicht mehr dieses, ich sag jetzt nein, ich meine nein, ich bleibe bei meinem Nein und egal was passiert, dieses Nein heißt Nein. Bleiben. Und das ist diese Sache. Weil dann wundern wir uns, warum diese
dieses Nein-Sagen uns allen immer schwerer fällt. Warum wir immer öfter in Situationen geraten, wo wir eigentlich gar nicht rein wollen. In Situationen, die uns überfordern, die zu viel für uns sind, für die wir noch nicht gewachsen sind oder für die wir keine Verantwortung übernehmen sollten, weil es nicht unsere Verantwortung ist. Und ja, das ist eben der Fehler, weil wir nicht früh genug unserem Nein Ausdruck verleihen. Weil die Sache ist, nicht in dem Moment, wo du etwas hast, wo dir wichtig ist, sag Nein, sondern sag auch schon vorher Nein. Sag zu Kleinigkeiten auch mal Nein. Und natürlich, in dem Moment, wo du Nein sagst, kommst du bei jedem anderen erstmal als die furchtbare, schreckliche, immer Nein sagende Spaßverderberin oder Spaßverderber rüber. Aber in dem Moment, wo du das oft genug sagst, verleihst du deinem Nein viel mehr Kraft, weil Nein sagen ist auch eine Sache von, eine Sache der Übung. Je öfters wir Nein sagen, je öfter wir sagen, was uns nicht gefällt, je öfters wir unseren Unmut auch wirklich kundtun. Und ja, je öfters wir es auf eine höfliche Art tun. Es gibt ja auch nur einen Unterschied zwischen ich sage jetzt Nein oder ich sage Nein, du böse Schimpfworte, ich helfe dir nicht. Es ist einfach manchmal schlimmer. Wenn du Nein sagst mit Schimpfworten, dann habe ich oft so den Eindruck, dann sagst du vielleicht Nein. Vielleicht ist dann auch dein Nein, kommt dann schneller beim anderen an. Aber dann ist es auch viel verletzender. Aber wenn du zu jemandem einfach sagst, nein, ich möchte das nicht tun, weil, und dann vielleicht auch, oder auch einfach nur sagst, nein, es geht nicht. Und ich möchte da jetzt auch nicht drüber diskutieren. Einfach wirklich ehrlich sagen, warum es nicht geht, oder ehrlich sagen, nein, ist manchmal viel effizienter als tausendmal zu sagen, nein, nein. Sondern manchmal ist einfach ein Nein! Auch wenn sich das jetzt furchtbar zornig und knatschig angehört hat. Aber einfach mal sagen, nein, 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 nein. Kann manchmal wirklich auch wirklich so eine Erleichterung für dich selbst bringen. Weil es dann in dem Moment nicht mehr bei dir liegt, sondern weil du dann gesagt hast, nein. Und auf dieses Nein kannst du dich dann immer wieder berufen. Ich habe ja gesagt, da und da und dann nein. Und ich bleibe bei diesem Nein. Egal, was passiert. Und in dem Moment gibst du deinem Nein, ja, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, du gibst deinem Nein Kraft. Du gibst ihm Kraft, Macht und auch für dich selbst gibst du dann etwas, ja, du gibst etwas Energie. Und diese Energie, die wird dann immer größer und je öfter du dann dieses Nein in der Situation, nur in einer Situation jetzt, kannst du dich einfach nur denken, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich keine Nudeln möchte und zum Mom am Dienstag Nein sag, dass wenn dann mein Vater das Fernsehprogramm umschalten will, dasselbe Nein noch zählt. Also das klappt nicht. Das tut mir leid, das funktioniert nicht. Da muss man zu beiden Eltern teilen. Wartet, entschuldigt. Ja. Und in verschiedenen Umständen Nein sagen. Ja, und wenn ihr das einfach mal probiert, versucht mal Nein zu sagen, auch wenn es eine doofe Situation ist, sagt einfach mal Nein. Oder was ich immer mache, wenn ich so Situationen habe, wo ich einfach wirklich geschwächt bin, weil ich bin ja eigentlich eher tendenziell jemand, ich kann zu meinem Nein stehen und ich kann ein Ego sein. Ja, da gibt's Leute, die können euch ja jetzt eine Geschichte erzählen. Aber wenn es einfach für euch etwas ist, was euch schwerfällt, dann stellt euch doch einfach mal vor einen Spiegel. Vor einen Spiegel schaut euch selbst an und sagt Nein. Sagt einfach tausendmal zu euch selber Nein. Weil, ja, wie ich schon gesagt habe, Nein sagen ist eine Sache der Übung. Und je mehr man es sagt, je leichter wird es. Gut, also, nachdem wir jetzt dieses Nein sagen geklärt haben, kommt jetzt unser allzeit beliebtes Querdenker-Quiz. Und heute tatsächlich mal bei mir in der Kamera nicht spiegelverkehrt. Das heißt, im Klartext bei euch ist es wahrscheinlich total spiegelverkehrt. Gut. Ja. Okay. Also, es tut mir jetzt leid. Aber so einen langen Text lese ich jetzt nicht. Es tut mir leid, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu lang. Ein anderes Mal, aber so eine ganze Seite vollgeschrieben, nee. Seht ihr? So einfach. So einfach kann es manchmal sein, Nein zu sagen. Also, hier kommt jetzt unser Querdenker-Quiz. Alle Zeitungen, alle TV- und Radiosender berichten davon am 21.08.19.
1786 starb im Kamerun Tausende von Menschen und Tiere. Es war keine Krankheit, keine Seuche. Die Toten hatten keine sichtbaren Verletzungen. Aber in der Nähe lag ein in der Nähe lag ein See. Ja, Leute, das soll man jetzt mal wissen, um was es da geht. Und eigentlich finde ich Tote nicht lustig, aber tja, so ist jetzt die Querdenker-Aufgabe. Wie immer, hier ist die Aufgabe. Wartet, entschuldigt, falsch gehoben. Ah. So. Gut, ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare ein Nein schreiben, weil auch ich kann ein Nein haben. Ich höre auch gerne mal ein Nein von euch, wenn es euch hilft. Oder ihr könnt mir auch einfach so in die Kommentare etwas schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes... Ja, ich wollte sagen Wochenende, aber das stimmt nicht. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.